Und seit einigen Jahren gehört es auch zur Aufgabe des Zolls, die Kfz-Steuer zu überwachen und zu kontrollieren. In diesem Fall sind wir zu einem Betrieb gefahren, einem Schrottplatz. Und wenn wir da uneinkündigt ankommen, in so einem Betrieb, glaubt man gar nicht, was man da noch alles finden kann. Schönen guten Tag. Ja, Gustav Wölfel hier. Das ist mein Vater, ich bin der Sohn, ja, der Joachim. Ist der Vater denn auch hier? Ja, wer sind Sie denn? Wir sind vom Zoll. Ja, wir würden ganz gerne mal mit Ihrem Vater sprechen wollen. Guten Tag, die Herren. Hier sind Sie richtig beim Schrotzger. Was kann ich für euch tun? Papa, das sind keine Kunden, die sind vom Zoll. Wir sind vom Zoll. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ja, holen mal die Frachtpapiere aus dem Auto. Wir sind gerade am Laden für eine Lade in der Kuwait. Hol mal gerade die Frachtpapiere raus. Als wir dort ankamen, sagte der Chef gleich, wo wir sagten, wir sind vom Zoll, da ist eine Lieferung, die machen wir gerade fertig, die gehen nach Kuwait. In diesem Moment hat uns das erstmal nicht interessiert, sondern wir wollten ja erstmal den Sachverhalt klären, ob es Kfz-Steuern bezahlt wurden. Wir hätten uns aber später bestimmt nochmal die Ware dann angeguckt. Wir sind jetzt erstmal wegen einer anderen Sache hier. Wieso? Der Zoll kümmert sich jetzt auch um, dass die Bezahlung von Kfz-Steuern eingehalten wird. Und Sie werden sich vielleicht erinnern, dass Sie schon zweimal einen Brief von uns bekommen haben. Ich habe nichts bekommen. Als wir unser Anliegen darlegten, behauptete der Besitzer, er hat keine Schreiben bekommen. Das ist natürlich fast jedes Mal, dass wir solche Sachen hören als Ausrede. Aber es kann nicht sein, dass diese Schreiben mindestens dreimal rausgeschickt werden. Und in diesem Fall behauptete auf einmal der Besitzer, dass sein Sohn dafür verantwortlich ist. Sie haben ihm das übertragen. Du sollst ja noch bezahlen, hab ich doch gesagt, das Auto. In Höhe von 170 Euro. Kann mich nicht dran erinnern. Können wir das gleich begleichen? Haben Sie die da? 170 Euro. Das ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Wir haben im Moment so viel zu tun hier. Aber er soll es machen. Ich hab's dir doch gesagt. Herr Wölfel, können wir den heute hier begleichen, die 170 Euro? Ja, können wir. Haben Sie erst mal. Haben Sie nicht oder haben Sie doch? Ich hab dich. Ich weiß nicht. Okay. Wir gehen mal ins Büro und dann schauen wir mal. Okay, gehen wir ins Büro. Machen wir so. Alles klar. So, Jungs, wenn ich gleich rauskomme, ist der Wagen beladen, ne? Bitte Bescheid. Wo gehst du hin? Was geht jetzt nach Kuwait? Wo gehst du hin? Da auf Toilette kurz. Ich bezahle dich hier für Blumengießen. Der Wagen wird beladen. Gib Gas, Junge. Mach keine Sorgen. Ja. Ist ein Angestellter von Ihnen, oder? Ja, mach einen Ferienjob hier, ein Student, verdienst ein bisschen Geld dazu. Aber. Ja. Gut, wie gesagt, ich hab das Geld. Ja, dann gehen wir mal. Kann ich einen Kaffee anbieten? Möchtest nee, Kaffee schönen an? Dank. So viel Zeit haben wir nicht heute. Als die steuerliche Angelegenheit erledigt war, haben wir uns daran erinnert, dass der Besitzer zum Anfang äußerte, er habe Ware zu verschicken. Der ganze Betrieb war für uns irgendwie unaufgeräumt. Und da wollten wir die Sache nochmal genau kontrollieren. Und als wir dies tun wollten, kam schon wieder etwas dazwischen. 170 Euro. Bitte bringe ich auch mal ein. Natürlich. Ich ziehe gleich aus. Ich muss es ja irgendwie belegen. Sie laden jetzt nur Schrott auf oder was haben Sie jetzt? Irgendwie laden Schrott auf. Ja, bitte. Hallo, ich bin die Freundin von Steffen. Ich wollte Ihnen und euch Kuchen mitbringen. Ach, liebes Mädel. Der tut den ganzen Tag schon nichts. Ja, das kann ich doch nicht ahnen. Ich habe Urlaub und ich. Ja, schön Urlaub. Wir haben keinen Urlaub. Wir müssen arbeiten, müssen Kohle verdienen. Ja, aber verstehst du das? Stärkung zwischendurch kann doch auch. Dann hast du so eine Drahntüte. Was ist denn da schon wieder los? Passiert? Mann, Idioten, ich hab's nicht allein gelassen. Was ist los? Schau mal. Ah, hey. Was ist hier passiert? Jürgen, ich glaube, wir brauchen einen Rettungswagen, oder? Ja, ich rufe mal die Zentrale. Was ist denn hier passiert? Meine Güte. Mensch, Jojo. Ja, die Treppen da. Zentrale von Parker Sprit, kommen bitte. Helfen Sie uns. Ich hab's gut zu mir kommen. Als wir die verletzte Person auf dem Boden liegend vorfanden, haben wir sofort den Rettungsdienst gerufen. Mein Kollege hat sich dann so lange um den Ferienjobber gekümmert. Und während der junge Mann versorgt wurde, fuhr ein Fahrzeug mit einem Anhänger auf den Schrottplatz rauf und hatte Fässer da drauf. Wie wir dann feststellten, war das Altöl. Er wollte das dort entsorgen, bei diesem Schrottplatz. Uns kam alles schon sehr dubios vor, auf den Schrottplatz, und dann sind wir der Sache nachgegangen. Entsorgen Sie die öfters für den Herrn hier? Ja, wir nehmen das an und lagern das und dann entsorgen wir das zur Firma Westhoff. Ach, Sie haben extra eine Firma, wo Sie das hinfahren? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Westhoff. Genau, ja, wir nehmen Westhoff. Das entgegen. Ja, richtig, da lagern wir immer alles einmal davon. Genau, und dann lagern wir das da ein, dann bringen wir das da hin. Sie haben Öl und... Ja. Die Gefahr bei Öl ist natürlich, dass dies in den Boden eindringt, genau wie irgendwelche andere Säuren und so weiter.
Und für solche Sachen gibt es Vorschriften, wie sie zu entsorgen sind. Und dann gab er uns die Telefonnummer von dem Betrieb. Ja, und da stellte sich dann wieder was anderes heraus. Die Firma kennen Sie leider nicht. Bitte? Was? Ich habe mit dem Chef telefoniert, der sagt, da haben Sie wahrscheinlich eine neue Sekretärin dran gehabt, die kann mich nicht kennen. Haben Sie denn Papiere oder irgendwas, was man nicht da hat? Wo hast du die hingepackt? Die sind doch beim Steuerberater, oder? Ja, genau, beim Steuerberater. Ja, ja, da sind wir beim Steuerberater. Die Sachen, die noch, ist sie zurück. Ich glaube, ich guck mir auch noch mal hinten die Sachen an. Aber Westhoff, die müsste mich kennen. Also hier scheint auch ein Fass und ich weiß nicht, ob die heute ausläuft. Ich glaube, ich muss da die Kollegen dazu rufen hier. Ja, auf jeden Fall, natürlich. Ja. Aufgrund der ganzen Sachen, die wir schon inzwischen dort festgestellt haben auf dem Gelände, wurde uns das langsam zu bunt. Aber da es sehr unübersichtlich war auf diesem großen Gelände, haben wir dann Verstärkung gerufen. Und Gott sei Dank kamen dann endlich die Rettungskräfte. Ja, bitte schnell nach vorne. Hinter dem Wagen ist jemand verletzt. Der liegt unter Schrottteil. Hallo, der Rettungsdienst. Als wir da ankamen, ganz viele Möglichkeiten, sich zu verletzen, auch wo wir uns verletzen können oder wo, wenn wir den Patienten da rausholen wollen, er sich verletzen kann. Er ist von dem Ding da runtergerutscht. Genau, beim Beladen ist er runtergerutscht. Und hat sich dann die Ladung runtergefallen und der ganze Schrott. Und dann haben diese Tür dann draufgefallen. Ist das denn schwer? Ja, also ist zumindest unangenehm. Aber das war auf den Beinen, ja? Können Sie mal ganz kurz mal aufstehen oder uns mal dran lassen? Das wäre super nett. Das ist aber runterrutscht, jetzt nicht gestürzt oder so. Nein, ich habe gewartet, angenommen und dann Schrott, weil jemand da oben festgetreten hat, ins Rutschen gekommen und währenddessen ist es dann... Sie können sich auch an alles erinnern, ich kann an alles erinnern, aber... Ja. Ich guck mal kurz mal, ich mach mal ein bisschen... Ich muss mal gucken, jetzt hast du schon eine Brille an, Junge. Ja, da ist natürlich jetzt auch Prellmarken, ja. Ölzeug und alles sehr schlimm dabei, aus. Ja. Können Sie sich ja mal hinsetzen, wäre das möglich? Hinsetzen, ja, aber... Ja, kommen Sie mal hoch. Ganz vorsichtig. Das bringt uns hier nicht weiter. Was mir gar nicht gefallen hat, war, bei der ersten Untersuchung sind mir sofort mehrere Schnittverletzungen aufgefallen, die wohl durch die herabstürzenden Metallteile entstanden sind. Und es war viel Öl auf dem Patienten, überall wieder und auch in den Wunden. Das gefällt mir gar nicht, weil es zu einer schweren Entzündung führen kann. Einmal natürlich lokal an der Stelle, wo sich die Wunde befindet. Aber wenn das Ganze durch das geöffnete Gefäßsystem in den Körper gelangt, ja, dann reden wir von einer lebensgefährlichen Sepsis. Auch junge Menschen haben mit so einer Erkrankung zu kämpfen, um sie zu überleben. Ich gucke hier jetzt gerade einmal, weil das ist mit der zerrissenen Hose, mit den Wunden, ist das für mich jetzt spannender. Ja, da ist auch Dreck drin ohne Ende. Das fühlen wir Ihnen vor Ort und stelle jetzt gleich noch ein bisschen aus, damit wir das rauskriegen. Ja, ja, sieht schlimm aus. Aber ich kann Ihnen sagen, das, was an Blutmenge jetzt hier ist, ist jetzt nicht die Welt. Also das wird Ihnen keine größeren Probleme bereiten. Mir macht mehr der ganze Dreck hier Sorgen, der jetzt hier ist. Wir haben Druck von 110 Systole. Unten? Was haben wir bekommen? Einmal die Oberschenkel, weil da könnte mehr Blut reinpassen, aber das stabil. Dann sagen wir trotz Wunde stabil. Okay. Und welcher Knöchel ist? Auf jeden Fall links hier. Links. Ja, vorsichtig, ja. Zerbrochen bei? Ja, das sieht doch schlimmer aus. Ja. So, da genau. Muss einmal die Augen zumachen. Super, also die Durchblutung ist da, die Motorik ist da, Sensibilität ist da, das ist alles schon mal prima. Im Laufe der Behandlung kristallisierte sich dann natürlich relativ schnell heraus, dass alle anderen Verletzungen eher leichter Natur waren. Das machte mir jetzt nicht so sehr Probleme. Was mich so ein bisschen in Sorge versetzt hat, ich vertraue natürlich den Kollegen vom Zoll, aber im Hintergrund wurde es immer lauter. Der Ton wurde immer härter. Umsonst waren die ja mit Sicherheit auch nicht da. Ob es sich jetzt um Schwerkriminelle handelt, das wusste man in dem Moment auch nicht. So, und langsam aber sicher wurden meinem Kollegen und mir da so ein bisschen mulmig. Hallo. Hi. Ja, wir sind hier gefahren wegen Kfz-Steuer eigentlich nur und da gab es da einen Unfall, da ist alles Mögliche vom Anhänger runtergefallen, vom Kleinlaster. Okay. Und jetzt haben wir festgestellt, dass hier auch Sachen anscheinend entsorgt werden. Ja. Aus unserer Sicht ohne Papiere etc. Okay. Und der Herr hat Papier, hat uns eine Firma angegeben, die ich angerufen habe. Die kennen ihn ja gar nicht, wo das entsorgt werden soll. Ja. Und darum haben wir euch gerufen, dass wir uns das Gelände vielleicht noch mal ein bisschen mehr angucken können. Ja. Okay. Ja, wollen wir uns erstmal da vielleicht, arbeiten wir uns so einmal vor. Okay. Ja, wir wurden dazu gerufen auf den Schrottplatz von den Kollegen, weil die halt nur zu zweit dort anwesend waren und da auf drei Beteiligte gestoßen sind. Und um die Manpower vor Ort dann auch zu vergrößern, war das einfach klug, dass sie uns dazugerufen haben. Außerdem war das ein großes Areal, Schrottplatz, sehr chaotisch. Und am Ende haben wir noch was Spannendes gefunden. Alles auf dem Boden. Schwarze Flüssigkeit.
ja nichts. Ja, nichts würde ich das nicht nennen. Ja. Also, so geht's nicht. Laden Sie hier Ihre Chemikalien ab oder was? Nein. Machen Sie hier? Ich hatte eben den Ferienjobler hier reingeschickt zum Aufräumen. Hatte wahrscheinlich wieder alles umgekippt. Ja, aber die Verantwortung für den Ferienjobber tragen Sie ja dann, ne? Wie sich herausgestellt hat, hat der Chef gegen Geld halt Öl für andere Menschen entsorgt und halt in sein Grundwasser oder Boden dann versickern lassen. Aus reiner Profitgier, wie sich dann halt herausgestellt hat. Damit hat er natürlich die Gesundheit seiner Nachbarn gefährdet und die Umwelt verschmutzt. Da hat er schon großen Mist gebaut. Und man sagt auch, dass ein Tropfen Öl ca. 1000 Liter Wasser verunreinigen kann. Warum dann eine Feuerwehr? Ja, weil Chemikalien rumliegen. Gucken Sie sich das nochmal an, wenn das hier im Boden sickert, ins Grundwasser geht. Das ist ein Betonboden mit einer Sperrschicht drin. Was soll denn da passieren? Ja, darauf verlasse ich mich nicht so, wie das hier aussieht. Das hier ist ein Sperrboden oder was. In der Vergangenheit ist schon mal ein Kanister umgekippt, da ist nichts eingesickert, kein gar nichts. Sagen Sie so einfach. Ja, nee, so geht das ja nicht. Ja, schauen Sie mal hier allein. Pascha 17, an die Zentrale, ich hätte gerne einmal die Feuerwehr. Wir haben hier ausgelaufene Chemikalien oder Öl, wir können es nicht genau betiteln. Wir bräuchten bitte einmal ein Feuerwehrfahrzeug zum Binden. Ja, der TLF der Feuerwehr ist schon alarmiert. Ich stecke noch ein bisschen im Verkehr fest, wird noch ca. 30 Minuten dauern, bis sie anschalten. Okay, alles klar, danke schön. Also ich finde es definitiv überzogen. Ja, was Sie, wie Sie das bin ich ganz ehrlich, das aber finden, ist mir relativ egal. Für den Besitzer des Schrottplatzes wird das höchstwahrscheinlich ein hohes Bußgeld sein, was dann durch die zuständige Behörde wie das Gewerbeaufsichtsamt halt dann ausgestellt wird. Zudem kann es sein, dass sie ihm halt auch das Gewerbe untersagen bzw. den Schrottplatz dann für einige Zeit schließen müssen.